So, was ich aber auf jeden Fall gerne hätte, und wir werden viel, viel Holz brauchen, dass dieser Weg zum Beispiel da hinten noch in die Ferne geht irgendwo, dass wir zwischendurch diese Weizenfelder haben, von denen ich geredet habe, die Apfelplantage. Die Apfelplantage hätte ich gerne dann hier unten. Ne, da ist momentan ja alles Flachland und so. Ich hätte die Apfelplantage, also hier wird ja dann Wald sein, ne, so Wald, normaler Wald. Und hier hätte ich dann eine Apfelplantage, sodass das letzten Endes zueinander passt. Die, also nicht nur Apfelplantage, sondern auch Pfirsich und was es nicht alles gibt. Es gibt zig Bäume, die wir pflanzen können, zig. Sodass wir hier die Plantagen haben, lalala. Und dann hier entsprechend dann auch einfach so Wildwuchs, also Wildbäume, der dann übergeht in so einen richtig dichten Wald. Und dass wir nach und nach alles aus... Es ist einfach viel zu übertrieben. Wir werden so viel zu tun haben. Ich weiß gar nicht, ich werde das... Ich weiß überhaupt nicht, wann ich hier jemals noch zu was kommen soll. Es ist, hui. Was mich übrigens ärgert... Wie war das nochmal? War das Shift-Rechtsklick? Wird denn das? Ah, nee. Das war es nicht. Shift-Linksklick war es. So. Dann zuppeln wir die Marmor mal da runter. So. Ich nehme mal ganz kurz das hier. Ich pack mal kurz. Das hier müssen wir später alles natürlich noch aussortieren. So, die beiden haben wir eh schon drin. Cherry Saplings haben wir auch. Ach, das sind die Augenbäume. Das packe ich mal rein. Das haben wir auch schon drin. Die würde ich gerne einpflanzen. Baumwollbäume. Eigentlich, die müssen wir einpflanzen. Das ist ganz wichtig. Da kriegen wir das da raus? Nee. Kotten, Kapoktuft. Äpfelchen und Birnchen. Die Birne kann ich eigentlich auch unten reinschmeißen, ne? Die brauchen wir nicht hier oben. 64 Saplings haben wir noch. Geil. Das ganze Grünzeug. Dafür werden wir auch noch eine Etage brauchen. Oder wir machen das hier mit rein. Ich weiß nämlich nicht genau, es gibt so viele... Hui, es gibt so viele Obstsorten, dass ich ehrlich gesagt auch Äpfel und sowas, dass ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau weiß, wie ich das später aufteilen soll. Das heißt, wir werden da bestimmt nochmal korrigieren. Da bin ich ziemlich sicher. Also wir werden da bestimmt nochmal umsortieren, meine ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das restliche Grünzeug dann hier reinstecken soll, so die Blumenpflanzen, also die Blumenarten und sowas. Es gibt einfach so unendlich viele Items jetzt. Ich weiß, wir haben nicht Feed the Beast oder Ticket oder sonst irgendwas, aber wir haben jetzt auch alleine schon diese ganzen... Boah, diese Riesen, die riesenhaftigen. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist. Habe ich hier noch nicht. Hä? Warum ist denn hier zu? Habe ich das nicht letztes Mal aufgebaut? Wieso habe ich denn da. Ich könnte schwören, das habe ich offen gelassen. Ach nee, ich habe ja diese Dinger hier neu gebaut. Stimmt ja. Ah, ja. Jetzt der Gang auch ein bisschen größer. Cool. Jedenfalls, hier müsste ich auch noch weitermachen. Wir sind hier noch nicht fertig, ehrlich gesagt. Und eigentlich müsste ich den Gang noch einen in die Breite bauen, wenn wir wollen, dass sich alles automatisch befüllt. Das wird nochmal ein bisschen schwieriger. Hier ist die Mitte, die habe ich extra so markiert. Die geht dann da unten runter. So, hier ist dann Ditte. Und wir haben hier diese normalen Oak... Ah ne, das ist ein Oak Draw. Wir haben noch nicht die Zwischenstücke. Da müssen wir mal gucken. Die Zwischenstücke brauchen wir noch. Wir müssen das alles noch verbinden hier. Und hier... Ach, das Ding habe ich jetzt nicht mehr in der Hand. Verdammt. Ich muss noch mal gucken, wie genau ich das mache. Ob ich das möchte, dass die Items hier alle durchsegeln und dann da unten erst von unten einsortiert werden. Oder ob ich das möchte, dass die vielleicht anders... Ja, cool wäre es natürlich, also eigentlich fände ich es geil, wenn wir hier so, ne, wenn wir hier so schön das Rohr bauen könnten, das wäre eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, manchmal fehlt mir so ein bisschen, ich würde das halt gerne in den Kommentaren fragen oder so, oder halt jetzt, ich würde es normalerweise jetzt, wenn ich streamen würde, würde ich jetzt den Chat fragen können, super fragen können, wie sieht's denn aus, wollen wir das so machen, dass man die Items hier sieht, der Chat würde 100% sagen, ja, auf jeden Fall, das sehe ja irgendwie cooler aus und er hätte auch recht damit. Da würde man hier nämlich zwei Glasdinger machen, wenn wir hier nämlich direkt das Rohr verlaufen lassen. Hier so. So. Da hinten müsste ich natürlich alles mit Soapstone machen, ist ja klar. Theoretisch können wir es probieren. Wir haben das Rohr jetzt da hinten rumfliegen, da so. Eigentlich wollte ich das einen vorher rumfliegen lassen. Das ist also momentan noch nicht richtig. Das mit den Lichtern, da bin ich natürlich noch unzufrieden. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das hinbügeln. Jetzt habe ich momentan so viel auf einmal wieder vor, ne? Aber das ist... Man kann ja
noch so viel auf einmal machen. So, guck mal, dann segelt das hier nämlich einfach mal durch. Und dann machen wir hier so Arbeit, wenn das hier ein Arbeitsraum ist. Theoretisch kann man hier noch weiter nach hinten bauen, aber ist egal, wir lassen das mal so. Hier kommen dann so angenommen so Arbeitstische hin oder sonst irgendwas und dann segelt das hier einfach mal durch. Wobei es müsste eigentlich von hier da durchsegeln. Nicht von einem höher. Es würde wahrscheinlich von hier segeln und von da segeln. Ja, wir bräuchten ein T-Stück. Ein T-Stück, was dann hier runter geht. Okay, ist egal. Let's do this. Ich sollte vielleicht schlafen gehen. Vor allem unter dem Aspekt, dass da auch, dass da direkt Gras ist. So, warte. Wir hauen uns mal ganz kurz hin. Zum Glück ist hier alles aus Slabs gebaut. Juhu. Schnell schlafen gehen. Hungrig haben wir auch schon wieder. Der gute Hungrig. Weißt du, kennst du den guten Hungrig? So. Gut, dann würde ich sagen, neuer Tag, neues Glück. Vielleicht sollte ich das Bett einmal mal mitnehmen und unten aufstellen, solange wir da noch aktiv am Rabotten sind. Und das Rohr habe ich jetzt... Ja, das müsste theoretisch hier, weil hier ist dann die Wand, ne? Da sind, glaube ich, die Wände. Das müsste da lang, genau. Okay, und hier müsste es dann hier verlaufen. Wir würden das natürlich alles mit diesem Gedingse, mit dieser Fassade, würde was, ne? Facade. So. Hier würde dann ein Rohr verlaufen, man würde es gar nicht merken. Auf der anderen Seite nicht zwingend, ne, hier würde es verlaufen halt vom Feld. Das würde man hier vom Feld dran bappen. Und dann quasi, dass dann da nach unten geht, dann sehen wir die ganzen Items da rumfliegen. Haben wir denn noch Rohrgut? Was mache ich denn hier? Das Rohrgut ist wahrscheinlich oben, ne? Pass auf, Rohrgut? Nein, Rohrgut? Wow, das ist viel. Wooden Trans. Wir brauchen noch eins aus Silber, wenn ich mich alles täuscht. Wir brauchen noch eins aus Silber, damit wir sagen können, wo beim T-Stück das Zeug so lang schlawenzelt. Ah, hier auch noch Rhyolith Cobblestone, Soapstone Cobblestone, oh Gottes Willen. Da habe ich ja einfach alles raus. 10 Iron Ore, huch. Was macht denn der Vergangenheitsgerung? Wollte er wieder schnell die Taschen leer haben? So, das hau ich nochmal rein. Soapstone Cobblestone. Kann man gut brauchen. 12 Marble aus dem Marble-Universum. Das wird auch nicht witziger. Je öfter ich das sage, es wird einfach nicht witziger. So, davon haben wir noch 16 Stück. Das ist ganz gut. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Rohre bauen. Dazu brauchen wir doch Rhyolith-Cobblestone, weil wir dafür gut brauchen, ne? Haben wir da 54 sollten reichen und Glas brauchen wir, glaube ich, auch. 30, bin mal gespannt. So, war das nicht so irgendwie, dass wir dann sagen, so? Okay, 8, 16, 32 mache ich erstmal, ich weiß gar nicht. Na komm, ich hau nochmal ein paar dran. Ich will das Glas halt nicht verbraten, auch wenn wir bald viel mehr Sand haben werden, da wir den Teich da hinten ja weg haben. Den Teich da hinten, den müssen wir leider wegmachen. Es tut mir leid. Dafür kriegen wir eine ganz tolle Teichaussicht. Eine ganz tolle. Ich schwöre, Alter, ich schwöre. So, hier, machen wir hier mal. Wie gesagt, ich könnte natürlich auch aus Gold machen, aber letzten Endes spielt es, glaube ich, gar keine Rolle. Das mit dem Gold macht nicht... Na, ich bin doof. Das mit dem Gold macht nicht so einen Unterschied. Obwohl, nee, ich bin gar nicht doof. Ich lasse das so, weil hier ist es eh egal. Wir können da nicht in die Wand gucken. Gut, hier kommt eh noch was hin. Ist ein bisschen gefaked dann, aber was soll's. So, ich sage, das ist falsch. Ich weiß nicht, was ich mir hierbei gedacht habe. So. Toll. So, und jetzt verbinden wir die einfach. La la la. So. Dann haben wir das Rohr nämlich von draußen verbunden. Da hinten müssten wir theoretisch noch mit Erde zumachen. Da soll ja nichts. Da wird wahrscheinlich auch nichts spawnen, aber ich habe auch keine Erde mehr. Wir haben aber noch ein bisschen Erde, Gott sei Dank. Weiß gar nicht, wie wir jetzt brauchen. So, ich nehme jetzt erstmal zweckmäßig mit gerade.
So, da hinten zubauen, 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 zubauen. Bauen zu, bauen zu, bauen zu. Wie soll ich nur ein... Ach, ich habe die Soapstone gerade... Sag mal, habe ich gerade das gemacht, was ich denke, was ich gemacht habe? Ach, schlau. Du bist echt so schlau. So. Kann ich damit vielleicht noch, so? Soapstone Bricks? Oh, sieht aber auch gut aus. Würde ich mir gerne anschauen. Aber ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich wollte natürlich eigentlich den hier machen. So, 32 Cobblestone haben wir dann. So. Und bevor das Feuer ausgeht, hauen wir die nochmal ganz kurz rein. So, war ein doofer Fehler. So, die Soapstone Bricks würde ich mir gerne mal angucken. Jetzt brauchen wir eine Erde, haben wir gerade. Lalala, lalala, lalala. Was ich noch brauche. Facade, Soapstone, Cobblestone, die brauchen wir noch. Und Glas können wir auch mal mitnehmen. Haben natürlich keinen Platz mehr. Die werden wir auch noch brauchen. Scheiße. Weißt du was? Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Lecker! Eine ballaststoffreiche Ernährung. So, die ersten Bäume wachsen schon wieder. Das heißt, wir können mal wieder Holz holen. Ich musste doch noch welche auspflanzen. Huch! Einpflanzen. Also, weiß schon. Aussäen. Achso, ich wollte ja die Dinger noch mitnehmen. Facade, Facade, Facade. So, und hier kommen jetzt diese Dinger drauf. Bup, 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 bup. Wir werden davon noch ein paar brauchen, fürchte ich. Oh nein. So. Das passiert leider, wenn man nicht direkt drauf baut. Manchmal passiert das. So, zwei... So, und jetzt haben wir noch drei davon. Das würde ich theoretisch da noch gerne dran bauen. Da unten müssen wir noch ein paar Röhrchen hinbauen. Das heißt, Röhrchen haben wir ja da. Das kommt weg. So, hier, der hier wird später ersetzt durch ein Eisending. Das müsste ich gleich mal machen. So. Damit wir nämlich sagen können, das Eisending ist nämlich dafür da, dass er sagt, okay, hier ist ein T-Stück. Da muss er sagen, in welche Richtung geht's denn überhaupt. Ne, sonst kommt das, was hier, von links kommt, wandert dann nach rechts weiter, was doof ist. Oder das von rechts kommt, wandert nach links weiter. Soll so nicht sein. Deswegen wird das Stück hier noch ausgetauscht. So. Und ich würde es halt gerne so machen, wenn wir das jetzt halt immer gemacht haben. Ne, das ist ein bisschen ätzend manchmal, aber wenn wir das jetzt einmal gemacht haben, dann müssen wir es auch nicht wieder machen. Das ist halt das Praktische daran. So. Kann ich da vielleicht noch... So. Gut. So. Und die beiden dann hier Glas, da Glas. Da oben würde ich gerne aus Cobblestone. Da würde ich gerne wieder Cobblestone drauf machen. Dann haben wir hier nämlich immer so. Hier könnte theoretisch überall so eine Werkbank sein. Ne? Dann kommen wir auf jeder Etage, falls wir das brauchen, können wir da was machen. Im Hintergrund muss natürlich noch, da muss natürlich noch zu. Da gehe ich nochmal ganz kurz gucken. So. Dann kann man hier eigentlich theoretisch sehr schön gucken, wie es durchwandert. Ist aber nicht Sinn der Sache, dass man das guckt, sondern wir brauchen ja noch Facade-Teile, dann, ne, dass man von vorne durch nichts sieht. Es sei denn, wir machen hier natürlich was hin, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass man da durchgucken kann. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Das Problem ist, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, in der letzten Aufnahme, und da habe ich gesagt, oh, ich mache das zwischen den Aufnahmen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Problem ist, wir müssten theoretisch hier überall auch nochmal... Überall. Wir kriegen eine Menge Soapstone, das ist ganz erfreulich. Das ist super. Das Problem ist leider nur, dass wir da, naja, dass es leider einige Zeit in Anspruch nimmt. Aber gut, ich denke, das ist nicht so das Wildeste dabei. Und vor allen Dingen, wir kriegen auch noch ein bisschen Erde. Das mit der Erde ist gut. Ich werde die Gänge erstmal nicht so ausbauen, glaube ich. So, Soapstone. Und wie man sieht, hier, lalala, da können wir hier ganz easy rumbauen. Zum Glück dauert es vor allen Dingen nicht so lange. Es dauert vor allen Dingen nicht so lange, weil es eben diese einfache Soap... Marble. Toll. Also generell ist es ja immer Soapstone. So, hier geht es dann noch durch. Wir brauchen eine Zweierbreite. Warum, das wird man später noch sehen. Und natürlich musste jetzt ja Kies kommen, ist ja klar. Ja, das hätte ja auch mal einfacher sein können. So. Yeah.
So, das mit der Erde begrüße ich allerdings. Kann man die Erde... Ja, die können wir aufsammeln, Gott sei Dank. Das mit der Erde begrüße ich ein bisschen, denn Erde brauchen wir auf jeden Fall und wir kommen auch schneller durch. Ob wir hier hinten noch so ein Raumdesign hinmachen oder den Tunnel noch. Ihr könnt es ja mal, also pass auf, ganz ehrlich, ihr könnt es ja mal wirklich in die Kommentare schreiben, ob ich hier hinten die Tunnel noch dementsprechend auskleiden soll, wenn wir das schon mal haben, dass wir es dann vernünftig machen oder ob wir sagen, nee, weißt du was, scheiß einfach drauf, müssen wir nicht unbedingt machen. So, warte. Hier haben wir noch so Gekrempel drin. Ah, da haben wir auch Soapstone, Cobblestone. Oh, und noch zwei Fassade, cool. Die können wir gleich mal rausräumen und noch sieben von den Dingern. So, das Eisen tue ich erstmal hier rein. Da haben wir noch Burlap, Obsidian haben wir auch noch. Da habe ich, glaube ich, einfach alles schnell rein. Das hier mache ich auch mal schnell rein. Einfach so Zwischenlager. Ach, und da ist auch der Drawer Controller. Toll. So, hier mal schnell. Ist das Kies? Nein, Andesit. Andesit gar nichts mehr. So. Ganz schnell gemacht hier. Gucke mal. Und das müssen wir, das Problem ist nur, ganz schnell ist es gemacht. Ist wirklich ganz schnell. Also ganz ehrlich, das ist wirklich ganz schnell gemacht. Noch während ich erzähle, wie schnell es gemacht ist, sind wir ja eigentlich durch. Denn ich brauche es eigentlich auch nur bis zu dem Punkt. Ist das Erde? Nein, das ist Granit. Ich brauche es auch tatsächlich nur bis zu dem Punkt, wo unsere Dingens da... Ich muss leider aber die ganzen Etagen nochmal neu machen. Das stimmt. Das hatte ich vergessen. Und eines habe ich auch vergessen. Ich dachte gerade... eine Sache habe ich auch vergessen. Ich muss tatsächlich noch gucken, wo wir das hier, muss ich leider markieren. Da waren wir schon. Huch, habe ich ein... Wett? Oh nein, ich habe, glaube ich, einen zu breit gemacht. Oh. Also einen zu weit nach hinten, meine ich. So, hier geht's durch. Okay. Theoretisch brauche ich es nur bis hier. Ich muss es nur bis hier machen. 60 Cobblestone. Hier, diesen Scheiß brauchen wir nicht. Dann kann ich es hier zumachen. Und ich meinte halt mit dem Ausbauen von den Gängen hier, ne? Dass man halt überall nochmal Soapstone, Cobblestone macht. Dass es dementsprechend auch alles aussieht, auch an den Decken und so. Ich habe jetzt hier die Seite nochmal zugemacht, hier den Boden. Ob wir das hier halt komplett ausbauen wollen oder nicht. Das ist die Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube, ausnahmsweise glaube ich nicht, dass es sich lohnt. Es sei denn, wir wollen später noch Konfiguration vornehmen. Dann müssten wir sowieso noch den Gang einen breiter machen. Warum, das erkläre ich später. So, hups, 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 hups. So, Salz kriegen wir auch noch. Puh. Ach, hier, so ein blöder Flint. Okay. Da hätten wir auch noch Salz. Salz werden wir später natürlich noch brauchen. Oh, da hat sie jetzt gerade erledigt. Ganz ehrlich, ich verbrate mal eben diese hier. Nein, Krog, was machst du denn? Ja, doch, das mache ich mal. Geht auch ein bisschen schneller und vor allem die wird ja auch, ich hoffe, die wird ein bisschen was aushalten. Eigentlich möchte ich die dafür nicht verbraten, also nicht verschwenden, aber ich glaube, bis wir das nächste Mal Obsidian wirklich brauchen, da haben wir hoffentlich wieder neue Diamanten. Hoffe ich. So, und überall wäre hier dann die Wartungstür, dass man da reinkommt. Von einer Seite kommt man eh nicht rein. Kohle. So, also hier würde ich dann quasi immer die Wartungstür machen, immer genau an derselben Stelle, auf jeder Etage. Und dann kommst du hier einfach durch die Gänge. Ewig lange Gänge. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht einen Einstieg mache und dann hier die Leitern über, ne, so im Hintergrund wieder eine Leiter, wie bei der Monsterfalle damals, irgendwo hier, dass hier den Leiter hoch und runter geht oder halt hier dementsprechend. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mich dagegen entschieden habe. Ist im Grunde genommen auch scheißegal. Auf der Etage, wo du bist, wenn du halt mal da irgendwas korrigieren willst, dann gehst du da halt da rein. So. Und hier muss ich wieder was machen. Hier muss ich nämlich hier wieder eine Lücke machen. Ich brauche diese Lücke als Anhaltspunkt. Ne? Nicht wundern, warum ich die immer wieder... Warte, was haben wir denn da? Das ist Marble. Nicht wundern, warum ich die immer wieder mache, die Lücke. Das ist einfach nur als Anhaltspunkt, wo es zwischen den Schränken ist. Weil genau da muss ich nämlich später noch unsere Verbindung ein bisschen gabeln. Ich hoffe nur, das System wirkt sich nicht allzu belastend auf Minecraft aus. Auf die Performance von Minecraft. Ich hoffe, das wirkt sich nicht allzu belastend aus. Ich habe da so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. So, hier geht er noch, ne? Das ist immer noch das Ding. Wir haben es fast geschafft, guck mal. Oh, ne. Da müssen wir noch. Oh,
So. Achso, ja, das sind die drei jetzt. Also wir haben es fast geschafft. Ganz ehrlich, da unten ist jetzt, glaube ich, also da könnte man theoretisch ein Lager hinmachen, da unten. Aber ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Wenn ich da unten was hinmache, dann würde ich da Erze vielleicht hinmachen. Aber die hätte ich lieber oben, da wo wir sie brauchen können, ne? Wo wir die immer so ein bisschen in der Nähe haben. Und theoretisch könnte ich ja so ein Füllsystem machen. Also ich könnte so ein Füllsystem machen, wo die Rohre immer wieder so ein bisschen was nachbringen. Ne, und wenn die Kiste oder wenn das Ding voll ist, was wir da oben haben, ne, dass wir oben quasi so Mineralien haben, wenn das voll ist, dann wandert das einmal zurück nach unten in die Kiste. Aber das wäre so ein unendlicher Kreislauf. Und ich glaube, das würde ich auch gerne mit der Küche machen. Wobei, da mache ich, glaube ich, einfach eine extra Truhe, wo ich Sachen reinwerfe, damit man oben wieder was aufstocken kann. Ich glaube, das wäre wesentlich vernünftiger. Und dann haben wir halt immer oben die Sachen voll und was nicht mehr reinpasst, läuft automatisch zurück. Wenn das... Das müsste eigentlich gehen, oder? Ich hoffe, das geht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das geht. So. Gut, das haben wir. Ach ja, hier, den Durchgang haben wir auch noch nach draußen. Dann hauen wir hier nochmal ganz kurz. Oh, Kohle! Ist mir gerade mal ausnahmsweise egal, man glaubt es gar nicht. Oh, Marble sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß noch nicht, welches das gute Marble ist. Das kann ich nicht sagen. Halt, was mache ich denn? So, Soapstone Cobblestone, können wir hier reinballern. Gravel, hier haben wir nochmal 64er Stack Soapstone Cobblestone. So, ich weiß noch nicht genau, welches Marble, das wird sich später zeigen, welches Marble wir verwenden. Ich würde ja gerne in der Vault noch ganz viel mit Marble machen, einfach weil es so schön weiß ist. Ne, und dann irgendwie in der Vault alles so ein bisschen weiß machen. Und dann mal zwischendurch irgendwie so blaue Wolle durchziehen, wie so ein Streifen durch die Wand. Ich weiß nicht genau, ob ich mich da jetzt sehr verständlich ausdrücke. Ich glaube, es ist cooler, wenn man es sieht, anstatt dass ich das irgendwie so theoretisch erkläre. So, wir haben es fast geschafft. Keine jüdische Hast. Alles gut. Kriegen wir noch hin. So. Ich bin zu weit. Okay. Da habe ich echt an den Ecken gespart. Man glaubt es ja gar nicht. Ist das hier... Ist das nicht Soapstone? Cobblestone? Das kann ich... Achso. Ist schon wieder voll. Sammle ich einfach mal. Also Soapstone, Cobblestone sammle ich, weil wir, wenn wir uns hier für die Wände entscheiden und so weiter, dann können wir da, also sowas wie hier, zack, 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 dass wir die Wände daraus machen. Oder hier, das finde ich, sollte eckig sein. So. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Das hätten wir. Hier müsste überall nochmal... So, das gehört sich so. Das müssten wir auf jeder Etage eigentlich noch machen. Okay, der Grund, warum ich das gemacht habe, das ist alles für das automatische System. Das ist momentan alles für, alles für das Röhrchen. Damit das durch alle Etagen geht und dann erst, ich weiß noch nicht genau, wo das dann aufgeteilt wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, ich weiß aber schon ungefähr, wie ich es machen möchte. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Wenn das nicht funktioniert, dann... Dann breche ich ins Essen. So, und jetzt gehen wir nochmal runter, machen das Rohr bis nach unten, damit ihr... Dadurch ist der Weg der Items viel länger. Ne? Nicht vergessen, der Weg der Items ist dadurch viel länger. Irgendwann können wir vielleicht alles durch Goldrohre ersetzen oder so, ich weiß es nicht. Aber... Auch wenn der Weg viel länger ist, ich finde, es sieht einfach nochmal viel cooler aus. Wir müssen die Sachen ja nicht sofort einsortieren. Ist schon geil, wenn die einfach automatisch einsortiert werden. So, jetzt ist die Frage. Wie machen wir es hier? Das ist die unterste Etage. Noch weiter nach unten möchte ich das nicht machen. Okay, ich weiß, statt da unten halt den Soapstone hinzusetzen, setze ich einfach den da hin. Das ist echt die allereinfachste, easigste Lösung. So, ich weiß nicht, ist der jetzt richtig rum? Gibt es überhaupt einen richtig rum? Ich bin mir nicht sicher. Okay, der hängt momentan natürlich nirgendwo dran.
Ne, das Ding hängt nirgendwo dran, das hängt hier einfach mitten im Off. Und wenn ich jetzt da unten... Übrigens habe ich gerade, ich habe gerade Peaceful Mode noch aktiviert, fällt mir gerade ein, weil ich hier die ganze Zeit so easy rumlaufe. Ich habe das Gefühl, ist das richtig rum? So, ich mache das jetzt mal so rum, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir werden es herausfinden. So, ganz ehrlich, diese Dinger hier mal rein, dann eben nochmal ganz kurz, zack, 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 nochmal eine schnelle Werkbank machen, die setzen wir wie immer davor, dann sieht man das zwar hier, aber dann ist es auch, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist egal, ob man das jetzt sieht oder nicht, ist, glaube ich, Peng. Es sei denn, wir würden hier eine Verteilerkiste, ne, den Verteiler so dahin machen, das würde dann natürlich auch gehen, aber... So, so eine Werkbank können wir auf jeder Etage machen. Jetzt aber erstmal... theoretisch, pass auf, ich mach's doch anders. Ist doch nicht so egal, wie ich dachte. Wir müssen jetzt schon wieder... Ach, die Werkbank, okay. Die Werkbank bleibt hier. Ach du Heilige. Das wird ein Krampf gleich. Das wird gleich. Das wird schön. Okay, so. Das müsste auch so rumgehen. Also, wenn ich da jetzt einmal so einen Böppel dran mache, das müsste trotzdem gehen. Die Werkbank muss ich vielleicht nochmal hinmachen, dann das Hopstone, ist egal. Und hier würde dann dementsprechend, wahrscheinlich würde ich es, oder? Ich glaube, ich kann das so machen. Ich weiß noch nicht so recht. Wir werden gleich ganz viel Holz brauchen, ganz viel Holz. Zum Glück habe ich vorher schon welches angepflanzt, in weiser Voraussicht. So. Jetzt geht's ans Eingemachte, Freunde. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle, aber es sollte eigentlich kein Problem geben. Eigentlich sollte es kein Problem geben, wir lassen uns mal überraschen. Ich mache erstmal auf jeder Etage hier den mittleren raus. Das war auch richtig, naja. So. Zumindest auf jeder Etage, wo wir automatisch einsortiert haben wollen, müssen wir hier noch den mittleren Böppel rausmachen, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Auch wenn das hier die Carpenter-Dinger sind, das werden unten auch noch die Carpenter... Oh Gott, das steht uns ja noch bevor. Und wir müssten das vorher machen eigentlich. Bevor wir jetzt unten überall Schubladen hinsetzen, sollte man das vorher machen. Alter Schwede. Stimmt, hier brauche ich... Hier hätte ich es gar nicht machen müssen. Stimmt ja. Stimmt. Ah. Ich habe das neue Design gar nicht bedacht. So, okay. Pass auf. Hier kommt dann wieder so ein Soapstone-Cobblestone hin. Flups. Und hier wäre dann theoretisch... Nee, warte. Fuck. Es wird ein bisschen akrobatisch. Es wird ein bisschen akrobatisch. Ich mach das mal so. Nein! Bah. Bah. So viel Zeit muss sein. Okay, pass auf, es wird ein bisschen akrobatisch gleich. Ich muss das anders verlegen, weil wir ja... Also nur weil wir diese Rohre da jetzt haben, ne, diese Dinger. Nur deswegen müssen wir jetzt ein bisschen rumpopeln, sonst wird es alles viel einfacher gehen. Wahrscheinlich wäre ich sogar schon längst fertig. Aber weil wir diese Rohre da so schön positioniert haben wollen... Decke zu. Jetzt müsste es gehen. Okay. So. Easy going. Das wird nachher diese Seite anschließen. Und hier. So. Das ist gerade noch...
Also das hier ist gerade echt noch blöd, so ein bisschen. Komm, ich hau das mal zu. Wir haben ja jetzt, haben wir wirklich ein bisschen genug Stein gesammelt. Das würde quasi, wahlweise kann ich es auch direkt hier machen, ne? Spart nicht wirklich was, sieht nur ein bisschen besser. Sieht auch nicht besser aus. Boah, das macht's mit diesem